Heute gibt es die Zusammenfassung von dem unfassbar geilen Buch The Power of Habit. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute gibt es The Power of Habit. Ich habe es nicht als richtiges Buch gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Deswegen heute als Darstellung auf dem iPad. Und es ist so ein geiles Buch. Leute, es ist so ein geiles Buch. Es ist so entscheidend. Stellt wirklich die aller zentralsten oder das zentralste Thema für langfristiges Glück und Erfolg da. Und deswegen ist es einfach super, super wichtig, dass wir das heute besprechen. Ich habe wieder, ich darf das iPad nicht runterschmeißen, die absolute Premium-Zusammenfassung gemacht, wieder mit nur die absolute Essenz, sodass du in schnellster Zeit das maximalste Wissen bekommst und dass es sich trotzdem noch lohnt, das Buch selbst zu lesen, weil natürlich viele Beispiele, viele Geschichten und viele weitere Details noch da drin stecken. Und deswegen lass uns direkt reinstarten. The Power of Habit. Habit zu Englisch und Deutsch, es ist Englisch und zu Deutsch natürlich, heißt es Gewohnheit. Was sind überhaupt Gewohnheiten? Gewohnheiten sind im Prinzip voll automatisierte Handlungsmuster. Das bedeutet, Dinge, die du tust, ohne groß darüber nachzudenken. Beispielsweise, wenn du, kennst vielleicht vom Handy, du lernst und dann greifst du zum Handy und dann so, damn, so ist einfach automatisch passiert. Oder Zähneputzen in der Früh. Das sind einfach Dinge, die sind automatisiert, über die müssen wir nicht mehr drüber nachdenken und sie passieren einfach. Und das sind Gewohnheiten und darum geht es eben in dem Buch, die Power, also die Kraft von Gewohnheiten. Warum sind Gewohnheiten eigentlich so stark? Das hat ganz einfach den evolutionären Hintergrund, dass unser Körper und vor allem unser Kopf auch immer darauf aus ist, möglichst viel Energie zu sparen. Und wenn du es natürlich schaffst, einen Großteil deiner Handlungen automatisch auszuführen, die dann vielleicht auch noch förderlich sind, dann ist das natürlich mega geil fürs Überleben, weil du nicht nochmal extra Energie reinstecken musst. Und das ist auch der Grund, warum Gewohnheiten so unfassbar stark sind. Gewohnheiten sind im Prinzip wie, ich weiß nicht genau, wer es so schön gesagt hat, aber stell dir im Prinzip vor, du fährst auf einem großen Ozean. Deinem Schiff. Und dann machst du einen ganz kleinen Turn. Also das weiß ich, 5 Grad, ja. Das spürst du am Anfang von der Richtung fast gar nicht. Aber wenn du lang genug fährst, in deinem Leben wirst du noch sehr, sehr lange fahren und deine Gewohnheiten werden dich immer begleiten. Und wenn du die Gewohnheit so ein bisschen änderst, kommst du langfristig gesehen ganz woanders raus. Und deswegen sind Gewohnheiten so krass entscheidend, weil sie einfach so konstant bleiben und über die Zeit einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie sind Gewohnheiten jetzt aufgebaut? Ich zeige es euch hier mal auf. Im Prinzip hat eine Gewohnheit 3 Komponenten. Wir haben einen Auslöser, wir haben eine darauf folgende Handlung und dann eine daraus entstehende Belohnung. So sieht jede Gewohnheit aus. Nehmen wir das klassische Beispiel, Handy beim Lernen. Du wirst eigentlich lernen und dann greifst du am Handy. Und dann denkst du dir so, what the fuck? Und da folgt das genau diesen 3 Schritten. Also du hast einen Auslöser. Der Auslöser kann alles mögliche sein. Es kann was sein, was du siehst, also irgendein Sinneseindruck. Es kann eine Situation sein, es kann ein Gedanke sein. Es kann alles mögliche sein. Und beim Lernen ist manchmal einfach, ja, du lernst vielleicht lang, es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, das ist eine Emotion von Langeweile. Ich sehe so, ja, und dann kreist du automatisch hin. Das heißt, wir haben als Auslöser die Situation, du sitzt beim Lernen, bist alleine, ist vielleicht langweilig und da ist gerne ein bisschen Abwechslung. Und dann kommt als Handlung dieses zum Handy greifen, durch Instagram beispielsweise scrollen und dann kriegst du daraus eine Belohnung. Das heißt, dadurch, dass du auf YouTube bist, dadurch, dass du auf Instagram bist, dass du an dein Handy schaust, WhatsApp-Nachrichten checkst, kriegst du eine Belohnung. Und zwar ist die Belohnung die folgende, dass dir nicht mehr langweilig ist. Das ist die Belohnung aus dem Ganzen. Und dadurch, dass dann eben die Belohnung sich gut anfühlt, wird mit jedem Mal wieder, wird das gestärkt. Und zwar wird das Folgende gestärkt, und zwar dieser Schritt. Vom Auslöser zur Handlung. Das bedeutet, in dem Moment, wo dir beim Lernen langweilig ist und du dann zum Handy greifst und du dann als Belohnung eben Dopaminkick bekommst, Unterhaltung und so weiter, als Belohnung, dann sagt der Körper, alles klar, jedes Mal, wenn wir bei diesem Auslöser sind, in der Situation beim Lernen, wo uns langweilig ist, machen wir die Handlung, das steckt also genau diese Komponente,
Und dann kriegen wir immer wieder diese Belohnung, wodurch sich das immer wieder aufrechterhält. Und das ist eben das Kranke an Gewohnheiten. Sie halten sich selbst aufrecht. Und je mehr du diese machst, desto stärker werden sie und desto schwieriger ist es, aus ihnen rauszukommen. Natürlich gibt es positive und negative Gewohnheiten. Also beim Lernen ans Handy zu gehen ist tendenziell eher negativ. Aber es gibt natürlich auch positive Gewohnheiten. Eine Morgenroutine, meditieren, Sport machen und so weiter. Und die funktionieren genauso. Je öfter du eine positive Routine machst, desto stärker werden sie. Und deswegen ist es so wichtig, das ist genau das, wovon ich am Anfang gesprochen habe, von diesem Schiff auf dem Ozean. Wenn du einen leichten Turn machst, hat das langfristig so, so einen krassen Effekt. Und das ist im Prinzip the power of habit. Es gibt dazu sogar eine echt crazy Story. Und zwar hatte dein älterer Herr ziemlich krassen Gehirnschaden nach irgendeinem Urlaub oder Urlaubunfall. Und mit Gehirnschaden, das mache ich jetzt nicht lustig, sondern wirklich irgendwelche Gehirnareale haben einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Und er konnte sich an nichts mehr erinnern oder an nichts mehr aus den letzten 10 Jahren. Und dann wurde er gefragt, man hat dann einfach ein paar Experimente ausgemacht, weil er schon auffälliges Verhalten gezeigt hat. Und da hat man ihn beispielsweise in seiner Heimatstadt, wo er einfach seit eh und je lebt, einfach in die Straße gestellt, wo sein Haus auch sich befindet. Und dann wurde er gefragt, ob er weiß, wo er wohnt. Und darauf konnte er keine Antwort geben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann hat man ihn aber im Prinzip allein gelassen, also natürlich schon beaufsichtigt, also nicht beaufsichtigt, aber beobachtet, sodass ihm natürlich nichts passiert. Aber er dachte, er wäre alleine. Und dann ist er einfach nach Hause gegangen. Ganz normal. Er ist einfach die Straße entlang gegangen, bis sein Haus kam, eingebogen, fertig. Und das bedeutet, er konnte sich zwar nicht mal mehr daran erinnern, wo er wohnt, und konnte auch kein Haus aufrufen, wie es aussieht. Das heißt, er hat sich auch nicht daran erinnert oder so, als er dran vorbeikam. So sah mein Haus aus. Sondern er hatte einfach gar keinen Plan davon. Und einfach nur durch die Routine, ich gehe halt einfach. Und dann, nachdem ich so und so lange gegangen bin, dann gehe ich nach links oder so. Nur durch diese krasse Gewohnheit hat er es einfach hinbekommen. Und das ist crazy. Das ist einfach komplett crazy, wo man einfach merkt, dass, weil wir denken immer, wir haben die Kontrolle über unser Leben. Das stimmt auch, aber vor allem unsere Gewohnheiten kontrollieren uns. Wir können auch unsere Gewohnheiten kontrollieren, aber dann kontrollieren unsere Gewohnheiten uns eben genau wegen diesem Effekt. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man sich diesen Sachen bewusst wird, weil das Entscheidende ist dann nämlich wieder, ich kenne die ganze Werbeindustrie super stark, in dem Moment, wo du diese Belohnung hier öfter bekommst, in dem Moment hast du ein Craving danach, das bedeutet, du hast ein Verlangen danach. Das bedeutet, solange, wenn du diese Belohnung länger nicht bekommst, dann willst du sie wieder haben. Ihr kennt es am Handy, seid länger nicht dran, ich muss das Handy. Raucher kennen das mit der Zigarette. Leute, aber auch, die beispielsweise ins Gym gehen und dann danach sich einfach mega gut fühlen, die merken das, wenn sie lange nicht Sport gemacht haben. Ich merke es voll beim Meditieren, wenn ich einfach bald an einem Tag nicht meditiert habe, ich merke den Unterschied so krass. Und deswegen sind Routinen so unfassbar stark. Doch das Entscheidende ist ja jetzt eigentlich, wie kann ich denn eben genau diese Veränderung vornehmen? Wie kann ich denn eine vielleicht sogar negative Habit, eine negative Gewohnheit in eine positive umtauschen? Und umtauschen ist das entscheidende Wort. Denn meistens wollen wir immer negative Gewohnheiten abstellen. Das ist aber super schwierig bis... Wow, ich will nicht sagen unmöglich, aber sehr, 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 sehr schwierig. Weil sich eben so stark selbst erhalten sind. Das bedeutet, eine wesentlich sinnvollere Strategie, als die ganze Zeit gegen dieses Craving, gegen dieses Verlangen nach der Belohnung, dagegen anzukämpfen und sagen, nein, ich brauch's nicht, ist es, den Auslöser anzuerkennen, weil Auslöser werden einfach immer wieder da sein, wenn du lernen willst, dann wirst du einfach dort alleine sein und dich vielleicht ein bisschen langweilen, so, ist halt beim Lernen beispielsweise so. Und genauso bist du in die Situation der Belohnung wollen. Was du aber umtauschen kannst, ist die Handlung. Und die Handlung selbst ist ja die eigentliche Routine. Und deswegen ist es super, super geil, wenn du schaffst, dagegen anzugehen. Das bedeutet, du überlegst dir für die Situation, wo du denkst, okay, fuck, da will ich eigentlich was anderes machen in der Situation, überlegst du dir eine alternative Handlung, die besser für dich ist und dir trotzdem einen gleichen oder ähnliche Belohnung gibt. Das ist super entscheidend. Das bedeutet, wenn du beispielsweise, nehmen wir das klassische Lernbeispiel, beim Lernen ist es ein bisschen langweilig und du wirst ins Handy gehen. Das ist entscheidend. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir es nicht, ans Handy zu gehen? Weil das Problem beim Handy ist natürlich, du kriegst so Dopamin, bist abgelenkt und bleibst da ewig. Das bedeutet, eine alternative Handlung könnte sein, wenn wir beim Lernen langweilig ist und einfach nicht vorwärts kommen und
dann spür, okay, fuck, ich greife gleich zu meinem Handy, dass du dann beispielsweise einfach an deinem Laptop oder so Musik anmachst oder vielleicht sogar dein anderes Handy nimmst, aber dann nur auf Spotify gehst, nicht auf die anderen Apps oder so. Und da dann Musik anmachst, dann beispielsweise 5 Minuten wie Crazy Up Dance. Das ist auch eine geile Pause dann, dann kannst du wieder weiterlernen. Und das ist halt effektiv, das ist halt sinnvoll. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich diese mittlere Komponente meiner Gewohnheit, also die Handlung, so umtauschen, dass ich bei einem gleichen Auslöser trotzdem eine gleiche oder ähnliche Belohnung bekomme, wodurch ich dann das dann quasi langfristig eintauschen kann, die eine Gewohnheit die andere Gewohnheit ersetzt. Und so kannst du es langfristig umändern. Was dazu noch mega entscheidend ist, was Studien ergeben haben, ist, dass vor allem der Glaube super entscheidend ist. Ich habe es ja in der letzten Buchzusammenfassung, die Macht der Disziplin, schon besprochen. Zum einen höhere Kräfte, also wirklich an Gott zu glauben oder ans Universum und so weiter, aber auch einmal der Glaube an sich selbst. Das heißt, wenn du wirklich glaubst, ich kann diese Gewohnheit ändern, dann wird das mega, 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 mega viel helfen, damit du dich schlussendlich auch ändern kannst, weil es wird sich teilweise einfach mega, mega schwer anfühlen, weil es ist auch nicht so einfach. Und da brauchst du dann eben einfach den Glauben daran, dass es trotzdem hinhauen wird. Und wenn du das hast, dann ist wissenschaftlich bewiesen, dass du auf einem sehr guten Weg bist, sehr viel bessere Routinen in deinem Leben zu installieren. Aber bevor ihr jetzt anfängt, sagt, yeah, fuck yeah, the power of habit und ich drehe mein Schiff nicht nur so, ich drehe mein Schiff so und dann. Ganz wichtig, jede Änderung einer Routine erfordert Willenskraft. Und wie in der letzten Buchzusammenfassung schon besprochen, hast du nur begrenzte Willenskraft jeden Tag. Und deswegen ist es entscheidend, dass du dich auf die, wie im Buch genannt, Keystone Habits konzentrierst. Also auf die Gewohnheiten, die wirklich den größten Einfluss haben. Meiner Meinung nach ist es beispielsweise Meditation, weil in dem Moment, wo du meditierst, bist du so viel bewusster, du steigerst deine Willenskraft und wirst dir gleichzeitig klarer über die Dinge, die du tagtäglich machst. Und das ist im Prinzip, in meinen Augen, ist Meditation die ultimative Übung, um alle weiteren Gewohnheiten zu ändern. Und deswegen würde ich beispielsweise empfehlen, als allererstes die Gewohnheit, Meditation zu installieren, weil dann alle anderen Gewohnheiten viel einfacher sind, umzuwandeln. Genauso ist meiner Meinung nach Sport eine unfassbar wichtige Gewohnheit. Wenn du das schaffst, wirst du allgemein fitter sein, du hast mehr Energie, wahrscheinlich auch mehr Willenskraft und dann ist beispielsweise sowas wie gesund essen meistens eine logische Folge daraus. Viele versuchen, oh, ich will gesund essen, ich will gesund essen, versuchen das zu zwingen. Und, ne. Was viel einfacher ist, meistens, ist ins Gym zu gehen oder einfach andere Sportarten zu machen, weil dazu muss man sich auch erstmal überwinden. Aber wenn du es dann mal machst, dann kriegst du eben auch diese krasse Belohnung daraus, dass du dich danach einfach so geil fühlst. Und dann wirst du es immer öfter machen. Und wenn du dann einfach in diesem sportlicheren Modus bist, ist gesund essen meist einfach eine logische Konsequenz daraus. Denn wenn du gesund isst, hast du danach eher keine krasse Belohnung, sondern denkst du eigentlich, oh, hätte ich mal den Muffin gegessen. Wenn du aber Sport machst, hast du danach die Belohnung eigentlich größer, das Gefühl danach ist eigentlich geiler und dann wird dieses Ernährungsthema sich automatisch daraus schließen. Genauso sowas wie Ordnung. Leute wollen immer Ordnung schaffen. Und auch darum würde ich mich nicht kümmern, weil du kannst Ordnung schaffen, okay, für manche ist das, gibt es auch ein Heiligen, oh, fuck yeah, alles so ordentlich und so weiter. Aber ich glaube auch da, wenn du tendenziell eher versuchst, mehr aus deinem Leben zu machen, hast du irgendwann automatisch den Anspruch daran, Ordnung zu haben. Das heißt, es gibt einfach Routinen, die sorgen dafür, dass andere Routinen sich automatisch nach sich ziehen. Und es ist viel wichtiger, dass man sich eben nur auf diese Routinen konzentriert, weil die anderen Gewohnheiten sich sowieso ergeben werden, anstatt sich an irgendeine Gewohnheit zu klammern, die eigentlich total trivial ist und auch überhaupt nicht so wichtig. Und da ist einfach wichtig, dass man sich dann die entscheidenden Routinen aussucht, sich nur auf die fokussiert, genau nach dem Prinzip dafür sorgt, dass man sie auch umsetzt und dann wird es einfach dein ganzes Leben verändern. Es wird einfach dein komplett ganzes Leben verändern, genau wegen dieser Sache. Weil du, es ist nur ein kleiner Schritt am Tag, aber langfristig. Junge, 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 Junge. Zieh euch das Buch rein. Wie gesagt, es ist total entscheidend. Es dominiert im Prinzip dein ganzes Leben. Und informiert euch mehr darüber, schaut euch weitere YouTube-Videos zu dem ganzen Thema an. Super, 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 super entscheidend. Und life-changing. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt unbedingt, das ist noch wichtig, schreibt in die Kommentare eure Number One Routine, die ihr jetzt installieren möchtet. Was ist eure Keystone Habit, die ihr jetzt machen möchtet, woraus weitere positive Routinen sich ziehen werden? Ansonsten wünsche ich euch das Allerbeste. Ich glaube, wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.
Vielleicht sollte ich mir mal so ein Kindle oder so holen. Habt ihr ein Kindle? Das wär auch noch voll interessant. Wenn ihr ein Kindle habt, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich finde es von der Idee her voll geil, aber ich will nicht immer in so ein Screen reinschauen. Ich finde nicht so angenehm für die Augen. Schreibt mal rein und vielleicht auch, was eure Erfahrungen damit sind. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fuck it off day. One way, so I never go the wrong way.